US-Präsident Trump droht dem Iran auf Twitter damit, die Sanktionen erheblich zu verschärfen. Iranische Schiffe sollen einen britischen Öltanker angegriffen haben. Die USA planen nach Angriffen auf Handelsschiffe in Persischen Golf eine Koalition von Staaten mit der Aufgabe, gefährdete Wasserrouten zu schützen. Die US-Regierung vermutet den Iran hinter den Attacken. Teheran bestreitet das. Experten fürchten, dass die gegenseitigen Provokationen und Drohgebärden der beiden Länder in einen Krieg eskalieren könnten. Im November 2018 hatten die USA den Iran mit massiven Sanktionen belegt. Seitdem fahren beide Länder einen Kurs der Drohpolitik. Was bisher geschah, haben wir in einem Artikel zusammengefasst. Aktualisieren 17.26 Uhr. Der Kapitän und sein erster Offizier sind nach Angaben der Polizei indische Staatsangehörige. Sie seien wegen des Verdachts festgenommen worden, die europäischen Sanktionen gegen die Regierung des syrischen Machthabers Bashar al-Assad verletzt zu haben. Eine Woche nach dem Sturz des iranischen Öltankers Grazia 1 vor der Küste des britischen Überseegebiets Gibraltar sind dort der Kapitän und ein Offizier des Schiffes festgenommen worden. Das teilte die Polizei in Gibraltar am Donnerstag mit. Der Tanker war wegen des Verdachts gestoppt worden, dass er im Verstoß gegen das geltende EU-Embargo iranisches Öl nach Syrien habe bringen wollen. Iran droht Großbritannien und den USA mit Konsequenzen. 12.45 Uhr. Nach der Festsetzung eines iranischen Tankers vor Gibraltar hatte Iran Großbritannien und den USA mit Konsequenzen gedroht. London und Washington würden den Schritt bereuen, sagte der Vizekommandeur der iranischen Revolutionsgarde, Ali Fadavi. Am Donnerstag laut der Nachrichtenagentur Fars. Irans Präsident Hassan Rouhani hatte schon am Mittwoch gewarnt, Großbritannien werde die Konsequenzen spüren für diesen törichten Akt. Der Iran bezeichnete den Sturz des Tankers als Akt der Piraterie und warnte, dies werde nicht ohne Folgen bleiben. Die Regierung warf London zudem vor, das Schiff in internationalen Gewässern gestoppt zu haben.
Zudem bestreitet Teheran, dass sein Ziel Syrien gewesen sei. Der Iran sieht sich ohnehin nicht an die EU-Sanktionen gegen Syrien gebunden, da er nicht Mitglied der EU sei und EU-Sanktionen nicht gegen Dritte angewandt würden. Atomstreit. Iran zuversichtlich nach Macron Brief an Rouhani 12.23 Uhr. Der Iran ist nach Unterredungen mit dem Berater des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dessen Brief an Präsident Hassan Rouhani zuversichtlich, dass es im Konflikt mit den USA zu einer Lösung kommen könnte. Wir hatten gute Gespräche mit Emmanuel Bonner, wie eine Waffenruhe und ein angemessenes Endspiel aussehen. Könnte, twitterte Abbas Araghchi, Vizeaußenminister und einer der Hauptunterhändler in den Atomverhandlungen, am Donnerstag. Am Ende seines Besuchs überreichte Bonner ein Schreiben Macrons an Rouhani. Details zu den Schreiben und wie das angemessene Endspiel aussehen soll, nannte Araghchi nicht. Bonner hatte am Mittwoch mit mehreren iranischen Spitzenpolitikern Gespräche über den Teilausstieg des Irans aus dem Atomdeal und den Konflikt mit den USA geführt. Rouhani hat in den Treffen mit Bonner die Bemühungen Macrons gewürdigt, das Wiener Atomabkommen von 2015 noch zu retten. Der Präsident versicherte, dass auch der Iran den diplomatischen Kanal offen halten werde. Wir alle wollen, dass der Atomdeal vertragsgerecht umgesetzt wird. Daher müssen alle Seiten die Gelegenheit nutzen, um dies auch zu verwirklichen, sagte Rouhani. Irans Außenminister hat keine Visum. Für die UN-Vollversammlung in New York 11.34 Uhr. Irans Außenminister hat noch kein Visum für die UN-Vollversammlung in New York im September. Mein Visum ist noch nicht ausgestellt, sagte Mohamed Javad Zarif der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA am Donnerstag. Die USA hatten im Juni angekündigt, dass auch Zarif mit Sanktionen belebt werde. Dies würde de facto bedeuten, dass er auch nicht in die USA einreisen dürfte. Außenamtssprecher Abbas Mousavi kritisierte, somit seien auch die von den Amerikanern geforderten Verhandlungen mit dem Iran nicht ernst gemeint, da sie nicht ohne den Chefdiplomaten des Landes machbar seien. Beobachter in Teheran spekulieren. Dass es im September in New York zu einem Treffen zwischen dem Iran und den USA kommen könnte. Präsident Hassan Rouhani soll definitiv an der UN-Vollversammlung teilnehmen.
Zwar sei ein Treffen zwischen ihm und seinem amerikanischen Kollegen Donald Trump eher unwahrscheinlich, eine Begegnung zwischen den Außenministern beider Länder aber durchaus denkbar. Zarif äußerte sich jedoch erneut kritisch zu solchen Verhandlungen. Die amerikanischen Sanktionen gegen den Iran sind Wirtschaft, Terrorismus und mit Terroristen verhandeln wir nicht, sagte die Minister. Zudem seien der Iran und die USA im Rahmen des Wiener Atomabkommens in konstanten Verhandlungen. Gewesen, bis die Amerikaner diese Anfang 2018 abgebrochen hätten. Den Verhandlungstisch habe nicht Teheran, sondern Washington verlassen. Sollten die Amerikaner zurückkehren wollen zu Gesprächen, müssten sie im Vorfeld die Sanktionen gegen den Iran aufheben, so. Der iranische Chefdiplomat. Iran soll britischen Tanker angegriffen haben, Trump droht mit schärferen Sanktionen. Update 11. Juli 2019, 9.23 Uhr. Ein britischer Tanker soll am Mittwoch auf der Straße von Hormuz von iranischen Schiffen bedrängt worden sein. Drei iranische Schiffe hätten versucht, die Weiterfahrt des Tankers zu verhindern. Das erklärte die britische Regierung am Donnerstag, nachdem zuvor bereits US-Medien über den Angriff berichtet hatten. Eine britische Fregatte habe eingreifen müssen, bevor der Öltanker britische Etage habe weiterfahren können. Laut Angaben der britischen Regierung habe sich die Fregatte HMS Montrose zwischen dem Tanker und den iranischen Schiffen positioniert.